Moin und herzlich willkommen zu unserer heutigen Gartensprechstunde Rat und Tat. Heute soll es um den Baumschnitt im Winter gehen. Und zwar eignet sich der Winter optimal dazu, denn man kann sofort sehen, welche Äste sollten entfernt werden, welche können stehen bleiben. Man stört keine Jungvögel oder brütende Vögel. Und gleichzeitig hat man natürlich jetzt auch eine ruhige Phase im Gartenjahr, wo man die Zeit dazu hat, auch einen ausführlichen Schnitt durchzuführen. Generell ist natürlich wichtig, dass man eine schöne Form erzielt, dass der Baum ästhetisch aussieht. Gleichzeitig sollte natürlich auch darauf geachtet werden, für Sicherheit zu sorgen, denn schwache Äste beispielsweise können leicht mal abbrechen und das ist natürlich eine Gefahr für die Gesundheit. Für Obstbäume gilt dabei generell, dass man eben auch den Fruchtbehang fördern möchte. Die Wasserschosser, also ganz steil nach oben wachsende Äste, mit entfernt, denn die tragen nur Laub. Schräg bzw. leicht nach oben wachsende Äste dabei fördert, vielleicht auch welche runterbindet, um eben den Fruchtbehang zu fördern und dadurch einen höheren Ertrag im Jahr zu gewährleisten. Gleichzeitig sorgt man natürlich auch für eine bessere Belüftung. Dadurch, dass man nicht ganz so eng stehende Äste, Blätter und so weiter hat, kommt die Sonne besser durch, der Wind kommt besser durch, Pilzerkrankungen können sich nicht so leicht durchsetzen und man sorgt einfach für eine sehr gute Gesunderhaltung der Bäume. Wichtig ist jetzt im Winter natürlich darauf zu achten, dass kein Frost herrscht, denn das kann zu irreparablen Schäden führen. Und man sollte sich einen relativ milden Tag aussuchen, um eben den Baumschnitt durchzuführen. Generell gilt, man sollte nicht mit einer Motorsäge arbeiten, also nicht zu rabiat vorgehen, sondern Geräte wie eine Astsäge oder verschiedene Astscheren einsetzen. Dabei kann man auf kleinere Modelle zurückgreifen oder eben bei größeren Bäumen auch auf Teleskop-Astscheren, die dann entsprechend eingesetzt werden können, um vom Boden aus zu arbeiten oder eben von einer kleinen Leiter aus. Dabei gilt generell, dass man von innen nach außen arbeitet und von den größeren Ästen zu den kleineren Ästen sich vorarbeitet. Überkreuzende Äste, die sich gegenseitig behindern würden im weiteren Wuchs, da wählt man immer den stärkeren aus und entfernt eben den etwas schwächeren Ast. Auch nach innen wachsende Äste werden entfernt, denn die sorgen einfach dafür, dass man viel zu viel Beschattung im Innenraum hat, die Krone sich nicht vernünftig ausbilden kann und deswegen kann man die problemlos entfernen. Dabei sollte man das Ganze natürlich auch an einem Tag durchführen. Das heißt, man setzt nicht mehrfach dazu an. Das bedeutet immer Stress für den Baum, so ein Rückschnitt. Deswegen sollte man alles in einem Zuge durchführen. Bei Fruchtbäumen wiederum hat man häufig auch Wasserschosser mit dabei. Diese werden zu etwa einem Drittel entfernt, teilweise auch mehr, je nachdem, wie viele Wasserschosser sich ausgebildet haben, dass man ungefähr ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Fruchttrieben und Wassertrieben hat. Sollte man größere Äste entfernen, dann findet man meistens direkt am Ansatz einen sogenannten Astring. Das ist so eine leichte Ausstülpung, die man erkennen kann. Die sollte immer stehen bleiben. Das heißt, man geht Richtung Ast und sägt da entsprechend ab. Bei besonders schweren Ästen führt es häufig zu Rissen, sobald diese abfallen bzw. das Gewicht zu schwer wird, wenn man von oben sägt. Deswegen sollte man immer von unten ein kleines Stück ansägen, oben wieder ansetzen, durchsägen, sodass man im Grunde noch einen kleinen Überstand am Ende hat, den man dann entsprechend wegschneiden kann. Dabei gilt bei besonders großen Ästen bzw. Schnittwunden eben auch, dass man mit einem Wundverschluss arbeitet, damit gerade bei feuchter Witterung keine Pilzkrankheiten eindringen können. Und dafür wird dann im Grunde der äußere Bereich mit dem Wundverschluss abgedichtet und der innere Ast sollte blank liegen, sodass man ihn weiterhin sehen kann, die Wundverheilung des Baums sich ganz normal fortsetzen kann und man dann einfach einen gesunden Baum mit gutem Ertrag, falls es ein Obstbaum sein sollte, über das ganze Jahr sicher hält. Ganz neu im Sortiment haben wir unsere Bewässerungssäcke. Gerade in den trockenen Jahren ist es extrem wichtig, dass der Baum genug Wasser bekommt. Er verdunstet über den Tag extrem viel Wasser. Gleichzeitig kann man dabei auch noch mit einem Dünger arbeiten, sodass man die Kombination direkt durchführen kann und den Baum so gut wie möglich ernährt, gesund hält und mit Wasser versorgen kann. Falls ihr weitere Tipps und Tricks sucht, besucht uns gerne auf unserer Website, folgt uns auf Instagram und auf YouTube. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut.